Sie wollten für Frieden demonstrieren, Ankara heute Morgen und dann das. Zwei Bomben in der türkischen Hauptstadt hinterlassen viele, viele Tote, Chaos und Zerstörung. Es ist der schwerste Anschlag in der jüngeren Geschichte der Türkei. Die Nachrichten des Tages, heute mit Christian Sievers. Guten Abend, Sport gleich mit Wolf-Dieter Porschmann. Ja, schönen guten Abend. Bombenterror in Ankara und die Zahl der Toten dürfte noch steigen. Bereits jetzt ist klar, 86 Menschen haben ihr Leben verloren, mehr als 180 wurden zum Teil schwerst verletzt. Die Anschläge trafen Teilnehmer einer Demonstration, zu der eine pro-kurdische Oppositionspartei und andere regierungskritische Gruppen aufgerufen hatten. Heute Vormittag mitten im Zentrum der Metropole Ankara. Die Sprengsätze explodierten kurz hintereinander vor dem Hauptbahnhof. Furchtbare Bilder aus der türkischen Hauptstadt und ein Land in Schock. Mehr von Jürgen Kehl. Kurz nach 10 Uhr morgens. Chaos und blankes Entsetzen herrschen vor dem Bahnhof in Ankara. Verletzte werden notdürftig versorgt, Hilfe herbeitelefoniert. Die Opfer sind Gewerkschafter, Kurden, Anhänger linker Gruppen, ein buntes Bündnis von Regierungskritikern, die gegen die Gewalt im Land auf die Straße gehen wollten. Der Augenblick des Anschlags festgehalten von einem türkischen Sender. Die Stimmung ist friedlich. Dann detoniert die erste Bombe. Auch eine Überwachungskamera fängt die Explosion mitten in der Menge ein. Panik bricht aus. Nur weg, so schnell wie möglich. Der Gedanke erfasst alle, die vom Anschlag nicht getroffen werden. Ein Augenzeuge berichtet. Die Leute rannten los, kurz danach knallt es wieder. Abgerissene Arme und Beine flogen durch die Luft. Zwei Menschen direkt vor mir hat es erwischt. Sie starben. Ich hatte Glück und blieb unverletzt. Noch hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. Die Regierung verkündet eine dreitägige Staatstrauer und verspricht, die Tat mit aller Macht aufzuklären. Wir haben sehr klare Hinweise gewonnen, dass die Angriffe in Ankara von zwei Selbstmordattentätern ausgeführt wurden. Präsident Erdogan äußert sich schriftlich. Seine Botschaft: Solidarität und Entschlossenheit gegen den Terror. Ziel der Attentäter sei es, die Gesellschaft zu spalten. Vertreter der oppositionellen kurdischen HDP zeigen sich verbittert. Auch ihre Anhänger sind unter den Opfern. Das, was in Ankara passiert ist, kann man nur Barbarei und Brutalität nennen. Als am Bahnhofsvorplatz Einheiten der Polizei aufziehen, entlädt sich der Zorn der Menge gegen die Staatsmacht. Die Demonstranten machen die Regierung für den Anschlag mitverantwortlich. Drei Wochen vor den Wahlen ist in der Türkei aus einer Friedensdemo ein Massaker geworden. Und live weiter zu Luc Walport. Luc, wie würden Sie die Situation in Ankara jetzt im Moment beschreiben? Also hier direkt am Tatort, am Hauptbahnhof, ist nach wie vor alles weiträumig abgesperrt. Seit fast 8 Stunden jetzt sind die Ermittler hier am Tatort. Es wird weiter Spurensuche betrieben. In der Stadt selber, da waren wir vorhin unterwegs, ist eine äußerst gedrückte Stimmung. Es ist weit weniger los als üblicherweise an einem Samstagabend. Alle großen Kreuzungen sind mit massiver Polizei besetzt. An den großen Krankenhäusern, wo immerhin noch fast 200 Verletzte liegen und davon einige Schwerverletzte, sind sehr, sehr viele Menschen zusammengekommen. Sie bangen natürlich um ihre Angehörigen. Und insgesamt ist die Stimmung extrem gereizt im ganzen Land. Es gab auch schon vereinzelt Demonstrationen, weil eben viele linke Gruppen und auch viele kurdische Gruppen den Staat mitverantwortlich für diese Gewalt machen. Luc, wir sprechen gleich noch weiter auch über die Hintergründe. Zunächst mal kurz zur politischen Situation in der Türkei, in der dieser Anschlag passierte. Die ist ja ohnehin aufgewühlt. Das Land erlebt schwere Monate. Der Überblick von Christina Kayatz. Es war ein Bild, das Hoffnungen weckte. 16. November 2013, Gesten der Versöhnung. Der türkische Staatschef Erdogan an der Seite von Kurdenführer Barzani in der Kurdenhochburg Diyarbakir im Südosten der Türkei. Doch die Hoffnungen erfüllten sich nicht. 2 Jahre später, wieder in der Kurdenmetropole Diyarbakir in der Türkei, stehen Wahlen bevor. Bei einem Sprengstoffanschlag auf eine Veranstaltung der pro-kurdischen Partei HDP sterben mindestens 4 Menschen. 7. Juni 2015. Bei den Wahlen verliert Erdogan die Mehrheit. Die HDP erreicht fast 13% der Stimmen. Zum ersten Mal zieht eine pro-kurdische Partei in das Parlament ein. Erdogan sieht seine Macht schwinden. Er verweigert eine Koalition und will Neuwahlen. 20. Juli 2015. In dem südtürkischen Grenzort Suruç reißt ein Selbstmordattentäter 33 pro-kurdische Aktivisten in den Tod.
Die türkische Regierung macht die Terrormiliz Islamischer Staat dafür verantwortlich. Die aber bekennt sich nicht zu diesen Morden. Die Kurden sehen dagegen die türkische Regierung selbst als Drahtzieher des Terrors. Lück, vor diesem Hintergrund, wer kommt denn als Drahtzieher der Anschläge heute in Betracht? Nun ja, die Regierung hat sich nicht deutlich geäußert. Es gab eine Andeutung von Ministerpräsident Davutoğlu, der sagte, es seien wahrscheinlich zwei Selbstmordattentäter gewesen. Das Ziel dieses Anschlags ganz klar linke Gruppierungen und pro-kurdische Gruppierungen waren, und das haben wir gerade im Stück auch gehört, macht Selahattin Demirtas, der Co-Vorsitzende der kurdischen Partei HDP, die Regierung direkt verantwortlich. Er sagt, wiederholt bei mehreren Anschlägen, wie im Beitrag gesehen in Suruç, aber auch in Diyarbakir zum Wahlkampfabschluss im Juni, waren immer wieder kurdische Gruppen Ziele solcher Anschläge. Das ist natürlich noch kein Hinweis direkt auf die Täter und wer wirklich die Bomben gelegt hat, aber wirkliche Ermittlungsergebnisse kann man heute Abend auch noch nicht erwarten. Klar ist nur, das ist eine Zäsur mit so vielen Toten. Man wird jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen können. Es gibt 3 Tage Staatstrauer. Der Wahlkampf wurde von allen Parteien erst einmal ausgesetzt. Das ist eine schwierige Lage. In 3 Wochen soll ein neues Parlament gewählt werden. Glück, vielen Dank für diese Hintergrundinformationen live aus Ankara. Entsetzen über die Bilder aus Ankara auch anderswo. In Istanbul gingen hunderte Menschen auf die Straße, um ihre Solidarität mit den Opfern zu zeigen. Sie forderten Frieden und ein Ende der Anschläge. Auch in Berlin heute Nachmittag eine Demonstration pro-kurdisch mit 900 Teilnehmern.